Hallo und willkommen zurück bei Traveler's Quest. Ich wollte eigentlich die Folge beenden, aber man kann nicht einfach so speichern. Ich glaube, der speichert immer wie bei Graveyard Keeper, wenn man schläft. Ich will den Tag jetzt aber auch nicht verschwenden. Das heißt, machen wir noch eine Folge und gehen einfach mal in die Stadt. Und kaufen uns ein paar Dinge. Moin. Ein Birnenbaum. So viel Geld haben wir aber nicht. Aubergine, Bitterhopfen. Ganzjährig anbaubar. Ganzjährig anbaubar. Aromahopfen. So, wir haben hier noch Bohnen, Doppelhopfen. Erdbeer, Erbsen, Chilischoten, Blumenkohl. Ein Birmensetzling. Den würde ich gerne, aber der ist zu teuer. Galaxyhopfen. Was für eine Jahreszeit haben wir eigentlich? Hier hätten wir nochmal Tee. Tee ist teuer. Weizen. Ich mach mal mehr Weizen. 8. Wir müssen auf jeden Fall unsere Felder erweitern. Dann machen wir auch nochmal Tee. Aber Tee ist teuer. Ich will bis auf ein Gold kommen. Ich würde sagen, wir... Ach, wir haben hier grünen Tee. Ich habe jetzt hier roter Tee. Hier der grüne Tee. Hier roter Tee nehmen wir raus. Der grüne Tee ist billiger. Nehmen wir 8. So, lass uns weiter so. Jetzt haben wir noch 35. Wir können noch mal gucken, ob wir ein bisschen Fleisch kaufen. Ich weiß nicht, wie teuer Fleisch ist. Okay, Fleisch ist teuer. Kaufen wir erstmal nicht. Aber was ist mit Deko? Ob wir Bierdeckel selber herstellen können? Ich habe es zumindest nicht gesehen. Kann sogar Spinnenweben kaufen. Mir fehlten, glaube ich, noch 4. Die Blume ist zu teuer. Wir können uns aber eine leisten.
Ja, Kerzen muss ich mal gucken, ob ich Kerzen selber machen kann. Jetzt habe ich leider kein Geld mehr. Wir gehen zurück. Zuerst mal wieder Geld verdienen. Aber ich habe ja auch noch Kerzen. So, dann machen wir jetzt mal Kupferbarren. Dafür brauche ich noch einen Eimer. Holzstangen für dekorative Äxte. Die wären auf jeden Fall was. Ich könnte noch einen Eimer machen. Aber da muss ich noch zwei herstellen. Wenn ich einen dafür den Schmiedetank verballer. Dann füllen wir nochmal einen mit Wasser. Ich habe keinen leeren Eimer dabei. Ach, ich habe die doch erst in Auftrag gegeben, ich doof. Weil dann könnte ich nämlich hier den hier schon mal machen. Während die draußen werkeln, können wir uns ja mal hier drum kümmern. Also, wir haben hier den Aromahopfen. Den anderen Hopfen. Jetzt machen wir zweimal den Weizen. Ich sortiere mal hier. Das heißt, ich muss hier aber auch noch Gewässer hier mal neu. So, was war hier jetzt nochmal? Kann ich das sehen? Rote Teeblätter. So, wo kann ich denn hier sehen, welcher Monat wir haben? Ob wir Frühling, Dings oder Dings haben? So, nächster Eimer ist ready. So, dann kann ich einen von den Schmiededinger machen. Jetzt brauchen wir nochmal Nägel. Dabei wollte ich doch die hier eigentlich machen.
Gut, dann können wir jetzt aber drin mal ein bisschen machen. Drei Eimer habe ich. Sogar Lagerhefe aus irgendeinem Grund. So, hier. Hier machen wir mal weg. Bringt das ein Komfort? Nee. Bringt der hier ein Komfort? Nee. Der auch nicht. Ich würde sagen, den tun wir mal weg, oder? Den Kram, kann man den irgendwie entsorgen? Erstmal den hier. Und die Bierdeckel. So, die Bierdeckel sind durch. Ich habe ja noch ein Regal. Ja, schön an die Wand. Ach, ich habe auch noch den Kerzenständer. So, diese Krüge müssen, glaube ich, nicht auf den Tisch, oder? So, habe ich sonst noch irgendwas? Nee, dann können wir mal weitermachen. Noch. Ja. Hier sehe ich wahrscheinlich den Reifegrad, ne? Muss mal gucken, dass wir noch ein neues Fass bekommen. So, ich wollte jetzt noch wegen Essen gucken. Was mache ich mit dem alten Kram hier? Ich tue sie erstmal ins Lager. So, kann ich noch was zu essen machen? Ich wollte wegen Tee gucken. Hier können wir Tee machen. Ich kann jetzt auch eine Fleischbrühe machen. So, machen wir mal Tee. Nächstes Mal, wenn wir einkaufen gehen, gucken wir mal, was wir hier brauchen.
Die Frage ist, ob ich Tee hier reinmachen kann. Oder ob Tee hier reinkommt. Ich glaube nicht. Weil das muss ja gezapft werden. Wir haben 19 Uhr, es würde sich nicht lohnen, heute aufzumachen. Ich habe aber auch nicht genug Eisen jetzt für die Dinger. Hatte ich nicht so ein Teil jetzt... Genau, hatte ich gebaut. So. Dann bauen wir den mal. Und wofür ist der jetzt da? Ach so, Zeitersparnis. Eisenbarren, Eisenblech. Diese Fassständer brauchen wir natürlich auch. Sollte eigentlich dieses Symbol da? Keine Ahnung. Ein dekorativer Schild. Ein dekorativer Schild wäre natürlich auch nicht schlecht. Dafür bräuchte man aber mehr Nägel. Ja, wir müssen erst mehr Eisen sammeln. So, der Tee ist ready. So, jetzt hätten wir hier noch Fleischbrühe. Mach ich mal. Können wir ja vielleicht für irgendwas gebrauchen. So, jetzt haben wir nicht mehr genug Weizen. Der ist aber noch nicht fertig. So, den Tee werden wir hier auch nicht reintun können, glaube ich. Aber der Tee wäre doch hier auf jeden Fall besser aufgehoben. Mir fehlt das Wasser. Das braucht noch ein bisschen. Gucken wir mal hier unten, ob mal schon was ready ist. Immer noch nicht. Aber ich kann es so machen. Aber jetzt muss der nochmal von vorne reifen. War vielleicht eine dumme Idee. So, kann ich mit der Fleischbrühe irgendwas machen? Weil die Fleischbrühe ist doch eigentlich nur...
ein Dings? Oder gehört das dann zu diesen Spezialgerichten? Genau, weil das ist ja nur eine Brühe. Dann machen wir auf jeden Fall noch einen Tee. Was mache ich jetzt mit der Brühe, die ich gemacht habe? Kann man bestimmt mit irgendwas kombinieren oder so. Oder? Der hat ja irgendwas davon gesagt, aber wir verticken ihn einfach auch. Was soll der Geiz? Wir müssen auch mal eine Truhe erstellen, weil dann kann ich das ganze Essen hier reinmachen. Dann muss ich das nicht im Inventar haben, weil die holen ja auch aus der Truhe raus, habe ich da ja gelesen. So, ich denke, wir können jetzt mal pennen gehen. Und hoffen, dass das Bier dann reif ist. Aber es gibt ja so 4 reife gerade, hat der ja gesagt. So, gehen wir mal pennen. Erste Achievement. Das reicht nicht. Ungereift. Sonst würden wir dann nachher eins rausholen. Ich muss mal gucken, ob ich so ein Fass bauen kann, damit wir mehr Bier dingsen können. Hier nicht. Hier ist auch noch nicht. Vielleicht können wir es aber kaufen. Aber wir können auf jeden Fall wieder schürfen. Dann machen wir das als erstes. Ansonsten gehen wir mal in der Stadt. Ich glaube aber nicht, dass ich mir ein Fass leisten kann. Kein Dings gegeben.
Sehr schön. Ich glaube, den Baum müssen wir auch wegholen. Sonst sehe ich die Mineralien nicht. Was mache ich denn mit den Larven? Hier runter kann ich ja immer noch nicht gehen, oder? Er sagt, es ist sehr spät. Es ist gar nicht so spät. Okay, der Baum muss auch weg. Ich will eine freie Sicht auf die Mineralien haben. Ich habe wieder keinen Setzling bekommen. Aber wir können endlich wieder dingsen. So, Ziel ist es, dekoratives Schild und die dekorativen Schwerter zu bauen. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich die brauche. Warum sollte ich es herstellen, wenn ich es nicht brauche, ne? Ach ja, den. Der ist ja auch noch wichtig. Na, lassen wir ihn erstmal produzieren. Noch zwei. So, die dekorativen Äxte werden schon mal gefertigt. So, jetzt brauchen wir 15 Nägel. Damit haben wir die 15 Nägel. Aber für irgendwas brauchte ich doch noch Blech. Für was war das denn jetzt? Ach, hierfür. Ja, das habe ich jetzt. Dafür habe ich jetzt nicht genug. Ich könnte zwei auf jeden Fall schon mal vorbereiten. In der Stadt mal gucken, ob ich Blueprints vorbereiten kann. Oh, Sekunde, da kommen 5 raus.
Ja, wenn das nächste Mal die gewachsen sind. Perfekt. Drei Eisenbahnen fehlen. Ich will mehr Rezepte kriegen, wenn wir jetzt... Was ich mich gefragt habe, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel den Stein hier baue, kriege ich dann mehr Rezepte? Oder muss ich die Rezepte kaufen? Ich glaube ja eher, dass ich sie kaufen muss. Ich will ohne das Bier will ich auch nicht eröffnen. Deswegen warte ich die ganze Zeit, bevor ich wieder eröffne. So. Meine Frage ist, kann ich die stacken, die sich? Weil die würden ja super aufeinander passen. Passt leider nicht auf den Kamin. Ich wollte den eigentlich da drauf klatschen. Ich habe gar nicht genug Platz. Wo sollen die denn hin? Immer noch nicht durch. Ja, aber jetzt schlafen zu gehen wäre doch viel zu früh. So, so speichert er auf jeden Fall. Gucken wir mal. Wir können zumindest so Zeit skippen. Okay. Eine Stufe ist er zumindest. Tun wir den rein. Der ist so. Den lassen wir weiter reifen. So, und dann können wir nachher eröffnen. Ich gehe aber jetzt draußen erstmal wie immer, was wir dann machen, farmen. Also Metall und so. Weil der scheint ja täglich zu respawnen. Wobei Kupfer vielleicht nicht. Also Kupfer werden wir vielleicht nicht jetzt die ganze Zeit farmen, aber Eisen zumindest.
Okay, der Tee ist zumindest schon mal da. Müssen noch nicht gießen. Irgendwann werde ich wahrscheinlich viel Kupfer brauchen, ne? Komm, wir bauen es ab, was soll der Geiz? Irgendwann werde ich wahrscheinlich auch viel Stein brauchen. So, den Baum, den mir gefällt haben, wollen wir direkt wieder anpflanzen. So, habe ich schon genug? Sehr schön. Komm schneller, was dauert denn da so lang? Habe ich den jetzt im Inventar? Ja. Ersetzt das denn hier oder? Lager bis zu 3 Fässer gleichzeitig. Ich kann den nicht aufsammeln. Ist das für hier unten? Das ist tatsächlich für hier unten. Sie brauchen 4 Tage, das heißt, ich brauche zumindest 5 Fässer oder so, wo ich dann 5 Dinger immer reinklatsche. Ja, ich dachte, ich könnte hier mehr machen. Aber nee. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt mal
Oder habe ich irgendwas vergessen? Was ich noch platzieren wollte? Ich glaube nicht. Hereinspaziert. Pünktlich um 12 haben wir geöffnet. Ein Tee, gerne doch. Die wollen alle mit Tee anfangen. Sehr schön. Ja, wie hier sagt man so schön, kein Bier vor vier, wa? Die wollen wirklich alle Tee. Die wollen alle nur Tee. Und schön die Dings nutzen, ne? Okay, wir haben hier dreimal Tee und ein Bier. Irgendwas brummt hier doch. Hört ihr das? Ein Tee. Was brummt hier denn so? Vielen Dank. Aber die Bierdeckel tun echt das so ein bisschen dingsen. Ein Fähigkeitspunkt, Rezeptfragmente. Nice. Was auch immer das da heißt. Tee, Bier. Ich komm gar nicht hinterher hier. Ja gut, das ist, weil ich jetzt zwei Tische habe, ne? Zwei Tische ist halt schon schwierig. Der Tee kommt echt gut an. Das war jetzt der rote Tee. Er hat seinen Tee verschüttet. Also die Bierdeckel haben sich schon mal gelohnt. So, wir hatten doch jetzt hier Fähigkeiten, ne? Prozent Wahrscheinlichkeit bei Kundenbestellung das Doppelte zu verdienen. Herstellung. 5% weniger Brennstoffverbrauch, Ressourcen. Erzeugt doppelt so viel Brennstoff. Ich würde sagen, wir gehen mal hier aufs Trinkgeld.
Was ist dein Problem, Junge? Willst du Stress? Willst du... Okay. Ich bin beruhigt. Was ist dein Problem? Willst du Schläge oder was? Pass doch auf, wenn ihr hier den Tisch dreckig macht. Der Tee, Alter. Der Tee, der kommt hier aber mega gut an. Was ist verwässert? Ich geb dir gleich verwässert. Ich weiß gar nicht, ob ich hier wirklich Kerzen brauche. Ein Bier? Das Bier ist halt nicht so geil gereift, ne? Ist halt auch früh. Ich muss aber selber auf die Zeit achten, wenn ich zumache, weil sonst bin ich nachher zu lang wach. Auch Angestellte, die hier für mich arbeiten. Ja, bin dabei. So, was ist sein Problem hier? Hä? Okay, wir brauchen zwei von denen. Und einen von denen. Bin gleich da. Jetzt schon am Anfang noch beschwert und dann gibt er mir doch 65. Wir brauchen unbedingt mehr Tee. Tee ist auf jeden Fall besser als Wasser. Ich muss gleich hier Dings anmachen. Das Feuerchen. Aber noch geht's. Jetzt wird es zu kalt. Ab 20 Uhr. So, ich habe noch einen Tee. Danach gibt es nur noch Wasser und Bier. So, was ist los?
Willst du Schläge oder was, ey? Verpiss dich! Aber Geld wäre, also Wasser wäre für uns natürlich am besten, wenn die das eigentlich kaufen. Einfach aus dem Brunnen gezogen und dafür kriegen wir sehr viel Kohle. Wasser ist auch teuer. Ein Silber. Hätte das nur 17 Kupfer gekostet, ist so okay, ja. Macht Sinn. Aber wir haben halt super hochqualitatives Wasser, ne? Also. Aber dass das Wasser fast so teuer ist wie Bier, ist schon. Gut, wir haben auch hier Billo-Bier, ne? Ah, ne, okay, ist doch nicht so. Ey, wenn du Wasser trinkst, dann sind die nun mal verwässert. Was ist dein Problem? Dann hör auf, Wasser zu trinken. Hat er dann selbst eingesehen. Wir bleiben bis 0 Uhr, lassen wir auf und dann machen wir Sperrstunde. Was ist dein Problem? Hä? Jetzt biss ich. Wir haben auch bald kein Bier mehr. Wir versuchen, das Bier auf jeden Fall leer zu holen. Man merkt, auf einmal machen die hier richtig Dreck. Komme sofort. Ein Bier? Wasser. Sicher doch. Komme. Wasser, gerne doch. Genau, das Bier muss weg, Leute. Wir haben noch 3 Bier, wer will? Dann muss weg. Noch eine Brühe, sicher. Bier? Wasser, was? Okay, sicher, natürlich. So, nächster Skillpunkt. Ist gar nicht. Ihre Anweisungen waren doch aufzusteigen, oder nicht? Hier schneller säubern. Billigeres Einkaufen. Ich glaube, wir machen hier schnelleres Säubern, ne? Stelle ich hier neue Rezepte frei? Nee, aber das würde die Einnahmen erhöhen. Okay, das würde mein Loot erhöhen. Ist natürlich nicht schlecht. Erstmal hier schneller. Makellose Tische. Hier sind super Putze. Mitarbeiter, ja, Mitarbeiter brauche ich. Wasser? Gerne doch. Bin echt schnell jetzt im Putzen. So, Leute, wir sind in der Sperrstunde.
Die letzten Bestellungen bitte. Bier. Ihr müsst Bier bestellen. Leute, Bier. Sehr gut. Ein Bier noch. Was ist dein Problem? Du sollst ein Bier bestellen. Komm, Bier. Was willst du mit Wasser? Bier. Leute, ich muss langsam dicht machen. Jetzt bestellt doch mal das letzte Bier. Komm, was soll das? Ich muss gleich zumachen. Wollt ihr nicht nochmal ein Bier bestellen? Boah, da guck mal, da kommt der letzte. Da kommen wir aber hier noch. So, die noch und dann wird ausgetrunken, ne? So, zur dicht gemacht. Wir haben noch schön gewartet, bis das Bier leer ist. So, vielen Dank, vielen Dank. Hey, das ist der neue Tavernenbesitzer, von dem ich schon die ganze Zeit höre. Haha. Hast du die Gesichter deiner Gäste gesehen? Ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal jemand mit so einer zufriedenen Gesicht zur Tür hereinspaziert ist. Du hast mich beeindruckt, Bursche. Ich war in der Stadt unterwegs und die Leute dort singen bereits Loblieder auf uns. Jedenfalls bin ich froh, dass die Dinge gut laufen. Wer weiß, vielleicht schaffst du es ja, das Blatt dieser Taverne zu wenden. Du hast ja auch eine großartige Lehrerin gehabt. Sehr wahr, vielen Dank für alles, Mai. Oh, du bringst mich ganz in Verlegenheit. Nebenbei bemerkst du, du hast mir nie verraten, warum du dich überhaupt entschlossen hast, die Taverne zu kaufen. Ich werde gegen die Gefolgschaft der Gastwirte antreten. Ha! Okay, das habe ich verdient. Nein, wirklich. Warum eine Taverne? Ich habe dir doch gesagt, dass ich die Gefolgschaft besiegen werde. Hör zu. Verstehst du überhaupt, was du da sagst? Die Mitglieder der Gefolgschaft haben ihre Fähigkeit jahrelang perfektioniert. Ein Frischling wie du hat da keine Chance. Außerdem sind Ruhm und Ehre keine vernünftigen Gründe, um in dieses Geschäft einzusteigen, junger Mann. Willst du auch noch so ein machthungriger, hochnäsiger Idiot werden? Rügers Lehren sind nicht schon genug korrumpiert worden. Das ist es nicht. Ich möchte Menschen helfen und etwas bewirken. Dieser Junge erinnert mich so sehr an ihn. Also gut, folge mir. Wohin gehen wir? An einen besonderen Ort. Du wirst schon sehen, wenn wir dort sind. Aber wir haben 2 Uhr. Hier ist es. Oder es erinnert mich an früher. Dieser alte Steinbogen? Das ist kein Steinbogen. Du Einfallspinsel, es ist ein Tor. Ein Tor, das seit langer, langer Zeit versiegelt ist. Das Einzige, was du brauchst, um es zu öffnen, ist der richtige Schlüssel. Wo befindet sich der Schlüssel? Direkt vor dir. Geh zur Seite. Ich brauche einen Moment. Der Weg ist frei. Zeit für deine letzte Prüfung. Aber was verbirgt sich dahinter? Das musst du selbst herausfinden. Wenn das, was du gesagt hast, wahr ist, wird dies dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Wenn nicht, dann bist du nicht würdig. Tja, es wäre schön, dich gekannt zu haben. Vertrau mir. Ich weiß, was ich tue. Im hinteren Teil der Höhle findest du ein Portal. Durchquere es und lasse dich von deinen Instinkten leiten. Ja, schön, aber ich sollte erstmal pennen gehen. Scheiße, wo sind wir denn? Na los, sei kein Feigling. Tritt ein und weise, dass du würdig bist. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ah, nun ja, stimmt. Versuche nicht daran zu denken. Ja, du hast nichts zu befürchten. Wenn etwas schief geht, würde es zumindest ein schmerzloser Tod sein.
Ja, gut, komm, wir machen das schnell jetzt. Aber wir haben 2.30 Uhr, ne? So, hier kann man dann später wahrscheinlich angeln. Weiße Champignon. So, wir haben 3 Uhr irgendwas. Okay, vielleicht, weil wir jetzt dazu gezwungen werden, fallen, brechen wir nicht zusammen. Habe ich vielleicht Glück gehabt. Erhebt eure Gläser, Güter uralter Pracht, das festgehaltene Wissen verblasst niemals in der Nacht. Nein, ich bin noch nicht so weit. Schalte das erste. Ja, machen wir einen Salat, ne? Achso, ich kann hier auch Würstchen. Hackfleisch in der Reihen. Toast. Frühstück der Meister. Rübencremesuppe, Mais, Suppe. Süßkuchen. Also ich denke, da wäre der Salat wirklich am besten, weil den Kopfsalat und das Gemüse kann ich selber anpflanzen. Ist natürlich aber auch am billigsten, ne? Salat. Oh, ich habe mehrere Zöpfe, ich kann mehr kaufen. Hackfleisch in der Reihen. Ja, die kann ich kaufen, ne? Vielleicht kann ich auch später jagen. Tomaten können wir anpflanzen, Brot muss ich backen. Eier, Butter, Zucker. Tränke wären nice. Wollen wir nehmen mal eine Wurst? Und dann spare ich die anderen Rezepte für die Getränke, wenn ich Stufe 5 bin. Salat und Wurst. Du bist wieder da und das in einem Stück. Ich hab doch gewusst, dass du es schaffen würdest. Ich habe jetzt mit Gegnern gerechnet, tatsächlich. Aber du wolltest doch, dass ich verschwinde. Das war natürlich nur ein Test. Du hast bestanden. Seit Jahrhunderten war niemand mehr in der Lage, Rügers Fackel zu entzünden. Vielleicht hast du ja doch noch eine Chance. Ich werde die Gefolgschaft also besiegen können. Nun, es ist noch zu früh, um das zu sagen. Vielleicht könntest du es mit der Hilfe eines schönen und erfahrenen Irrlichts. Was? Du willst, dass ich bei dir bleibe und deine Mentorin bin?
Ich bin mir nicht sicher, Bursche. Du weißt, wie beschäftigt ich bin. Du musst nicht, wenn du andere Dinge zu tun hast. Kannst du? Schon gut, schon gut. Du kannst aufhören zu betteln. Ich weiß, dass du ohne mich völlig verloren wärst. Zurück an die Arbeit, zurück in die Taverne. Und mal sehen, wie du allein zurechtkommst. Jetzt haben wir einfach mal die Nacht durchgemacht. Wohin geht's denn zurück zur Taverne? Wärst du so gütig, mir den Weg zu weisen? Schluckspecht geht's nach unten. Aber hier ist ja noch voll viel zum Erkunden. Die haben ja irgendein Problem mit Ferrero. Ja, jetzt erkunden wir natürlich hier die Gegend auch, ne? Also wenn wir jetzt einmal hier sind. Aber der zeigt mir nicht, wo es hingeht, wenn wir nach oben wollen. Nur Schluckspecht geht nach unten. Hier graben. Ein Wurm. Ein Ulmensetzling. Aber vielleicht sind hier die Typen, die ich suche. Vielleicht waren das die. Kupfer werden wir nicht abbauen. Okay, hier ist eine Brücke, die ist eingestürzt. Eisen. Stiefel, wow. Der Weg nach oben ist auch dicht. Geht's nach oben, aber hier links geht's auch noch weiter. Okay, komm, wir gehen erstmal nach oben. Jetzt müssen wir hier alles erkunden. Okay, die Kohle nehmen wir mit und das Eisen auch. Was ist denn da? Sieht aus wie zugefroren. Oh, da ist ein Typ eingefroren. Das ist der Ferrero, von dem die da unten die geredet haben. Die haben irgendwas über Ferrero gesagt. Dann müssen wir auftauen. Ich soll ja eigentlich mit denen reden, aber irgendwie kann ich nicht mit denen vernünftig reden. Die reden immer nur über irgendwas hier wegen Ferrero. Da muss ich wahrscheinlich irgendwann mal was hinmachen, damit das da auftaut. Oder da kommt nichts, weil es noch im Early Access ist. Vielleicht wird das später ein Quest. Geh mal nach links. Was ist denn dein Ding hier? Hupsala, hupsala. Aus Versehen. War nicht extra.
Sehr gut. Ist teuer, wenn ich das kaufen würde. Der Besen, der carryt hier jetzt. Hey, wo geht's denn hier nach links? Warum nicht? Was ist dein Problem? Willst du Stress oder was? Waldbeeren. Okay, dann können wir zurückgehen. Folge ist ja lang genug. Aber als die letzte Aufnahme ist, Folge der Aufnahmesession. Okay, das ist, wenn wir nach oben gehen, okay. Der Stiefel ist eine Zutat. Ach, das hier ist ein Mülleimer, ne? Der alte Stinkstiefel. Es ist schön, wieder hier zu sein. Die Taverne sieht wirklich unglaublich aus. Aber wenn du Gefolgschaft der Gastwirte herausfinden willst, müssen wir den Ruf verbessern, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Ich habe dir ein paar Tipps gegeben, aber der Rest ist dir überlassen. Ich werde versuchen, etwas über die derzeitigen Mitglieder der Gefolgschaft herauszufinden. In der Zwischenzeit machst du weiter mit dem, was du gelernt hast. Verstanden? Ja, Mai. Also gut, dann hoffen wir mal, dass die Taverne noch steht, wenn ich zurückkomme. Versuch nicht zu viel Unordnung zu machen, Neuling. Schaffst das schon, Bursche. Das ist meine letzte Hoffnung. Tschüss. Oh, er speichert. Gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Tschüss.